Hallöchen und willkommen zurück bei Let's Play Half-Life. Ich habe mal ein bisschen rumgeschaut bei den letzten Videos. Also es sind jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und oh, können wir da nochmal aufladen? Wahrscheinlich nicht. Nein, können wir wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich es schon gemacht. Und zwar dachte ich mir, tja, wir müssen wohl oder übel wieder zurück irgendwie, denn wir kommen ja da hinten auf gar keinen Fall weiter. Wir sind jetzt hier die Treppe wieder hochgeladen. Ja, das war ja klar, dass das wieder passiert. So. Und ich habe etwas gelernt. Und zwar, wenn man runterfällt, dann sollte man sich wohl ducken, damit einem nicht so viel Schaden zugefügt wird. So. Und ich habe mir gedacht, da vorne ist ja. So. Da vorne haben wir ja jetzt Strom. Ne? Und Strom und Wasser ist doof. Und ich glaube, wir sind doch auch durchgelaufen und sind elendig verreckt. Und deswegen versuche ich jetzt mal was. Und zwar hier oben lang zu hoppeln. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber manchmal hilft es ja, wenn man sich seine eigenen Videos anschaut. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Brauchen wir noch mehr Kisten? Sekündchen mal. Manchmal hilft es ja, wenn man sich seine eigenen Videos anguckt und dann, ja. Oh, okay, ich habe es geschafft. Und dann sieht man Dinge, die man sonst nicht sehen würde. So, ich versuche mal jetzt hier so lang zu schleichen. Ich habe auch keine Ahnung, nicht, dass wir jetzt hier oben erwischt werden. Ich hoffe nicht, weil hier ist ja eigentlich kein Wasser. Okay, super. Genau so habe ich mir das nämlich gedacht. Und jetzt fällst du bitte einmal hier runter. Aber nicht ins Wasser. Na, spring noch mal, mein Guter. Ah, okay, so. Sehr gut, das hätten wir also geschafft. Ich weiß immer noch nicht genau, was Sache ist und wo wir hin müssen. Aber wir haben auf jeden Fall diesen Generator eingeschaltet. Das war ja an sich schon mal, denke ich, richtig gewesen. Jetzt gehen wir mal vorsichtig zurück. So, eigentlich habe ich ja hier alles umgeklatscht, oder? Also eigentlich dürfte ja hier nichts mehr kommen. So. Oh nein, das komische Viech. Ja, und ihr habt mir übrigens auch gesagt, dieses Viech da, das ist tatsächlich so, man kann es nicht töten. Ah, nein, dafür töte ich mich selber ganz gerne. Man kann es nicht töten und diese Handgranaten und so weiter, die dienen tatsächlich nur der Ablenkung und nichts weiter. Und ich habe auch gesehen, dass es noch einen weiteren Gang gibt bei diesem komischen Viech. Ja, und dass wir da vielleicht mal uns irgendwie ja hinbuxieren sollten. Wie komme ich denn jetzt hier am dümmsten rüber? Ah, okay, klappt also doch. Einfach mal ganz dolle auf die Tastatur gehauen. So, prima. So, da ist er jetzt wieder, der Herr Kollege. Ich weiß nur jetzt gerade nicht so genau, wo diese andere Tür war. Aber wir müssen hier auf jeden Fall mal rein. Das ist so viel, steht schon mal fest. So. Und um das Viech jetzt abzulenken, werfe ich nochmal eine Granate hinein. Hoppala, nicht. Oh nein. Das habe ich ja jetzt nicht gewusst, dass die Granate da abprallt an dem Viech. Ja, Kollisionsabfrage. Ja, irgendwie bringt das hier gerade nichts, habe ich so das Gefühl. Ich verschwende Granaten. Habe ich jetzt keine mehr. Das wäre natürlich äußerst blöde. So, geh mal da hoch. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert mit dem Ablenken. Das ist ja wieder eine Aufnahme. Ja, wie sie im Buche steht. Jetzt müssen wir hier wieder draufdrücken. Naja, da hatten wir ihn immer geladen, ständig. So, hopp. Prima. Und jetzt auch hier. Hopp. Jetzt habe ich wenigstens meine Granaten wieder. Das ist ja was. So. Hallo, du komisches Viech. Magst du dich dann nochmal irgendwie verdünnisieren? Irgendwie nicht so wirklich. Ah. Ich weiß nicht, ob ich die irgendwie so hinwerfen muss, dass es dann dahin guckt. Ich habe keine Ahnung. Ah, nein, lass mich, lass mich, lass mich. Ach, Manu. Ach, das ist doch doof. Das ist doch richtiger Käse hier. Tür aufmachen. Oh, guck mal, ein Abgrund, den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Kann ja so einen Vorlauf machen, wisst ihr? Dass das, dass ihr euch den ganzen Käse hier nicht angucken müsst, den ich hier verzapfe. So, also. Ich weiß nicht, was hier irgendwie mit der Sprungtaste manchmal ist, ob ich zu spät drücke oder ob es an der Tastatur liegt. Ich weiß es nicht.
Man schiebt ja immer leicht alles auf was anderes und nicht auf sich selber. Jetzt ist die Granate wieder an dem Viech abgeprallt. Das gibt's doch nicht. So, was war denn nochmal? Schnell speichern, F9. Genau, vielleicht fangen wir dann ja wieder von hier an. Das wäre ja wirklich sehr praktisch. Oh, guckt mal an. Oben angekommen. Und hier wollte ich rein. Aber ich weiß nicht so genau. Oh, können wir nochmal das Viech ablenken? Wie bitte? Oh, nein, lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe, lass uns in Ruhe. Bitte, bitte, bitte. Ich will hier rein, ich will hier rein, ich will hier rein. Ah, danke. Sehr gut. So, schnell hier drüber hoppeln. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind, aber wie gesagt, mir ist halt diese Seite hier aufgefallen. Oder ist auf jeden Fall schon mal so ein... Ja. Kollege, ist das jetzt unsere... Ja. Okay. Das war ja jetzt mal wieder super intelligent gewesen. Ach nee, jetzt muss ich mich da lang balancieren wahrscheinlich, ne? Ach Gottchen. Ja, selber schuld, Schei. Jetzt brauchst du auch nicht rummotzen. So, hier rüber und jetzt mal wieder schnell F9. Sollte ich mir mal merken, dass der F9 schnell speichern ist, kann, glaube ich, mal zwischendurch echt viel bringen. Hoppala, da vorne das Explosive wollen wir natürlich nicht in die Luft jagen. So, wir nehmen wieder unsere neue Waffe hier in die Hand. Und jetzt, ja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Hallo Tierchen, zeigt euch. Boah. Daten werden geladen, ja. Kommt schon. Ja, ich höre auch irgendwas. Hat's gemacht. Ich weiß nicht, ob ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Oh, was ist denn hier? Wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Geht's hier auf? Nein. Okay, da geht's nicht auf. Das bedeutet also, uns bleibt gar keine andere Möglichkeit, außer hier lang zu gehen. Stopp. Hallo. Huhu. Die können aber nicht die Leiter hochklettern, oder? Treffe ich die? Seid ihr Matsche? Okay, nachladen. Sehr schön. Ich muss mal gerade den Monitor ein bisschen weiter vorschieben, sonst sehe ich nämlich nichts. Okay, bist du alleine? Nee, ich höre noch was. Ich höre noch was. Wo bist du? Ah, hallo. So. Prima. So kann es ruhig immer laufen. Noch irgendwas? Nein, ich höre nämlich nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Was haben wir jetzt hier für ein komisches Ding? Oh, okay. Und wie kommen wir da hin? Was? Wo? Wer? Wie? Das können wir jetzt wahrscheinlich nicht einfach hier mit dem Brech... Doch, können wir. Das hat wunderbar funktioniert. Dann wollen wir hier mal runter. Nehmen aber lieber wieder die andere Waffe in die Hand. Wer weiß schon, was da unten auf uns warten mag. Was haben wir hier? Wasser? Okay, ist das stinknormales Wasser? Ich hoffe es. Wäre ja mal was Neues, anstatt radioaktives Gedöns. Haha, wo seid ihr? Oh nein. Rechts oder links? Ich bevorzuge immer erst nach links zu gehen. Ich weiß nicht warum. Aber mal eben gerade gucken, was da los ist. Ja, okay, nichts. Haha, seht ihr? Immer wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich irgendwie immer links. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Das ist so eine Angewohnheit. So, dann geht's da wieder halt nach oben, wie mir scheint. Okay, müssen wir das jetzt erstmal hier wieder aufkloppen. Da hört sich doch schon wieder so komisch an. Hallo? Herr Freeman, ich möchte bitte die Waffe wechseln. Jetzt sag mir nicht, ich hänge hier schon wieder fest. Nein. Ah, ja, siehst du, genau deswegen nämlich. Weil ich mir das nämlich gedacht habe, dass da nämlich so ein Viech auf uns wartet. Oh, oh, Granaten. Oh, wie schön, Granaten. So, okay. Okay. Tür auf. Tür auf. Verdammt. Tür auf und stell wieder weg. Oh, hier irgendwie einen Code eingeben. Komm hier, 53721. So. Oh, okay, der war ganz schnell tot und der auch. Okay, nochmal 53721. Prima. Oh, was haben wir hier? Was haben wir hier? Okay, wie kommen wir da oben hin? Müssen wir da oben hin? Eine Leiter. Nee, die Leiter geht nach unten. Okay, ein riesen Ventilator. Ja, da wird einem wenigstens nicht warm. Ja, keine Ahnung. Müssen wir zu dem Ding hin? Ich gehe mal. Ich probiere mal mein Glück. Wir sind schon lange nicht mehr gestorben, ne? So. Okay, warum funktioniert der denn nicht? Oder geht der gleich irgendwie an, wenn wir jetzt da weiter runterklettern?
So, dann gehen wir mal hier runter. Okay. Weiter runter scheint es nicht zu gehen. Und hier ist ein Knöpfchen. Hier ist ein Knöpfchen. Bist du ein Knöpfchen? Okay, war das gut oder war das schlecht? Wie kommen wir jetzt wieder da hoch? Wow! Mal wieder mehr Glück als Verstand, wie so oft. Okay, und jetzt? Ich meine, was haben wir jetzt davon, dass wir das Ding da angeschaltet haben? Brauchen wir das? Ist das nur ein nettes Gimmick? Ist das notwendig? Ich weiß es nicht. Und wieso sind da oben solche komischen Holzbretter? Heißt das, wir müssen da hin? Wie kommen wir da hin? Es führt ja nun mal keine Leiter da hoch. Die Tür hier, 54317, geht wieder auf. Okay. Aber... Sekündchen mal. Ich habe immer das Gefühl, in so großen Räumen neige ich dazu, irgendwie alles Mögliche zu übersehen. Aber hier scheint ja wirklich nichts zu sein. Und ich meine, da unten, da ging es ja dann auch nicht weiter. Wobei ich gerade eine ganz schön dämliche Idee habe. Ich weiß aber nicht, ob das eine gute oder eine schlechte ist. Dass wir uns einfach da reinfallen lassen und dann hochgewirbelt werden. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich speichere mal. Und ich lasse mich jetzt aber nicht komplett darunter fallen, sondern ich gehe erstmal wieder eine Etage tiefer. So. Also, ich, ne, wisst ihr, wie ich hier meine? So, zack, und dann... Quatsch! Das funktioniert? Okay, aber was haben wir jetzt davon? Ach, guck mal, nee, Quatsch. Ach, hier. Guck mal, wie langsam wir uns bewegen, weil wir hier oben gegen die Wand gedrückt werden. Aber ich glaube, wir sollten uns beeilen, nicht, dass wir hier gleich noch Schaden nehmen. Wie komme ich jetzt hier rein? Oh, wow, wow, wo bist du? Viech. Ja, Licht. Und bitte andere Waffe. Ich weiß es echt nicht, was wir hier machen. Okay, müssen wir uns jetzt hier wieder durch? Ah, hallo, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Ah, manchmal lasse ich mich auch echt unnötig halb kaputt machen, ne? Ich weiß das. So, okay, alles rot. Okay, hier sind nur Kakerlaken. Okay, können wir uns hier durchkugeln? Oh, oh, hallo. So, überhaupt nicht übertrieben, aber was soll's. Ich mache mal gerade die Lampe aus, weil mir ist das immer so wertvoll. Und dieses Rotlicht hier, das zeigt uns ja schon mal so ein bisschen den Weg, ne? Okay, hier geht's anscheinend lang. Ja, das ist der einzigste Weg. Okay, gut, dann haben wir jetzt schon mal wieder anderen Boden unter den Füßen. Oh, okay. Ist hier irgendwie eine Leiter? Ich sehe das nicht, ja. Oh, hallo! Da steht noch einer rechts, oder? Aber erstmal den hier wegpusten. Ja gut, der andere will jetzt nicht unbedingt zu uns. Oh, da war noch was. Wenn ich mich nicht täusche. So. Einen Schuss und dann nachladen, bitte. Ah, hallo. Lass dir ruhig Zeit beim Nachladen. Ist schon okay. Macht ja nichts. Und badabang, badabuff. Okay. Da oben sitzt ein Headcrab. Ach, lass mich doch in Ruhe, ey. Bist du jetzt tot? Ich hoffe es für dich. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, was ist das? Irgendwelche Kapseln oder so? Oder irgendwelche... Ich weiß es nicht. Ich halte lieber die Klappe. Blau und rot, blau und rot. Oh, okay. Okay, okay. Ganz viele Knöpfe, die wir drücken können. Und hier eine Kiste. Steht da irgendwas dran? Nein, hier geht's nach oben. Kamen wir da gerade her? Nee, wir kamen ja hier aus dem Raum, oder? Ja, ich glaube, wir kamen aus dem Raum. Okay, das bedeutet also, wir drücken einfach mal Knöpfchen. Oh, blubbel, 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 blubbel. Guck mal, meine Blubbel, meine Blubbel. Okay, geht das jetzt hier hinten irgendwo rein? Ja, blubbel, blubbel. Okay. Okay. Sehr gut. Und dann machen wir hier nochmal, auch nochmal das an. Ist das jetzt die rote? Oh, noch mehr Blubbel. Okay, und das geht jetzt, ach, da oben, guck mal, da oben, ja. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich weiß zwar nicht, was wir hier tun. Aber es wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben, ne? Das ist ja cool. Ach, das ist ja hier. Das ist ja genial. Ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt da hochgehen, mache ich mal wieder eine kleine Aufnahmepause. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.